Hallo, und da sind wir wieder. Warte mal. Nein. Ah, ich wollte den Aufzug nicht nehmen. Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte mir, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir Selbstmordkommando machen und mal gucken, ob ich hier. Ach, warte. Von wegen Selbstmordkommando, das ist gar nicht die Wunde. Das ist gar nicht die Wohnung mit dem Balkon, das ist die Wohnung mit dem Computer. Aber gut, dann mache ich halt kein Selbstmordkommando, dann gehen wir halt erstmal ins Internet, mal gucken, ob wir vielleicht ein paar neue E-Mails bekommen haben. Ich weiß es ja nicht. Oh, drei neue E-Mails, ich bin so fame. Oh. So, oh, eine E-Mail von J83 DNDDD. Jemand will dich treffen, wow. Horny Highschool. Okay. Ja, Ja. Das ist schön. Kann ich hier noch draufklicken? Okay, also das hat mir jetzt sehr viel gebracht. Mein Leben hat sich jetzt komplett geändert. Gucken wir mal die nächste E-Mail an. Eine Freundin möchte dich kontaktieren. Ja, als ob eine Freundin. Your Mexican Doctor, ne? Ich sehe schon die Schleichwerbung hier. Da müsst ihr euch einen interessanteren Betreff einfallen lassen. Boosie, Exotic Export Cavalcade. Yo, Andy, man hat mir von einem echt heißen Cavalcade erzählt. Jemand dreht damit ein paar Runden in der Gegend um South Slopes. Aber mach auf dem Hopfsteinpflaster die Stoßdämpfer nicht kaputt, Mann. Hau Klaus, bring es zu East Bohook Bay und halt nach den Größten von Liberty City Ausschau. Den letzten Job hast du richtig gut gemacht. Du bist genetisch überlegen. Wenn du auf diese Mail geantwortet hast, besorgst du mir das Schmuckstück. Bleib Alpha, Boosie. Okay, das machen wir doch mal direkt. Ich besorge ihn dir. Punkt, Leerzeichen, Bindestrich, N. So, dann gucken wir mal. Hol den Cavalcade in Outlook ab. Diese Aufgabe ist sehr leicht zu meistern durch die Fähigkeiten, die Nico von Geburt an mitbringt, wie zum Beispiel Autodiebstahl oder Englisch reden. Diese Fähigkeiten sind nicht bei jedem Menschen angeboren. Nico hatte sie genetisch übertragen bekommen von seiner Mutter und so wie ich auch. Und deswegen sagt Boosie auch immer genetisch überlegen, weil ich rutsche irgendwie von einer Stimme in die andere. Weißt du, im einen Moment, so, da bin ich wieder, jetzt spiele ich heute für euch GTA. Und im nächsten Moment, so, jetzt mache ich wieder hier einen auf Aslak und muss nicht sein. Ich kann nicht bei einer Stimme bleiben, das ist komisch, außerdem hören die sich sowieso alle ähnlich an. Wenn ich mir das letzte. Ich. Während ich das. Während ich so rede, komme ich mir vor wie der übelste Macker hier, der einfach mal. Der einfach mal die 1000 Stimmen nachmachen kann. Aber im Endeffekt sitze ich einfach nur hier und verstell die so ein bisschen, aber irgendwie erkennt man ja trotzdem nur, dass ich das eben bin. Und naja. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Also nach dieser Erkenntnis möchte ich ehrlich gesagt nicht weiterspielen, aber. Ich muss ja. Ja, ich fahre mit dem Auto auf der Autobahn. Der Clock Tower sagt mir, dass wir 2:54 Uhr haben. Stimmt das? Ja. Oh, korrekt. Der Clock Tower hat ausnahmsweise mal recht. Wir haben eine SMS. Fällt mir gerade jetzt auf. Packy. Zweimal von Packy. Nico, Jerry hat versucht, dich zu erreichen. Es geht um dein Mädchen. Geh zu ihm in den Bau. Okay, nein. Das hatten wir schon gemacht. Scheiße, Mann. Ich gehe jetzt im Kopf immer wieder durch, aber ich kapiere verdammt nochmal nicht, was da vorhin passiert ist. Dann Diamanten. Keine Diamanten, keine Frau. Fuck. Trotzdem, das war stark. Du bist ein verdammter Prinz. Ja, ich bin ein Prinz. Vielen Dank. Ja. Was kann ich noch berichten? Also ich war heute ich bin heute mal in die Stadt gefahren. Ja. Und ich habe festgestellt, dass die wunderschöne Stadtbibliothek von Essen neuerdings auch Blu-rays zum Verleihen anbietet, was ziemlich cool ist. Erstmal direkt 5 mitgenommen. Erstmal nachher angucken oder so. Warte, was habe ich? The Day After Tomorrow 2012 habe ich ausgeliehen. Ich guck gerade mal nach. Ich habe die geliehen. Ich weiß, das Auto fährt mir davon. Ich habe noch. Irgendwie habe ich mir ganz viel Blu-rays ausgeliehen, keine Ahnung mehr, welche das waren. Captain America war, glaube ich, dabei 2012, The Day After Tomorrow. Und, ah ja, das stimmt, der zweite Ghost Rider-Film. Ghost Rider, A Spirit of Vengeance. Keine Ahnung, ob der so heißt.
Boah. Ich fange schon an zu schwitzen, nur weil ich mich einmal rüber gebeugt habe, um die Blu-rays aufzuheben. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich weder übergewichtig noch unsportlich bin, ja? So. Der weiß offenbar schon, dass wir sein Auto klauen wollen. Hallo, mein Freund. Ah nee, das ist eine Frau. Wow, das war extrem einfach. Ich glaube, das war der einfachste Autodiebstahl aller Zeiten. Wenn das Auto stillgestanden hätte, dann hätte das, glaube ich, eine Erschwerung der Mission um 0,001% bewirkt. Liegt wohl daran, dass die Frau von selbst angehalten hat. Ich meine, wer ist so blöd und hält an, wenn jemand sieht, dass das Auto geklaut werden soll? Was ist das für eine Logik? Ach, da ist ein Gauner. Ich fahre mal extra langsam, damit der einsteigen kann. Gute Idee, gute Idee. Ah, tja, das böse Erwachen kommt erst danach. Jetzt hat die Frau kein Auto mehr, darf dafür aber ein bisschen abnehmen, indem sie zu Fuß läuft. Heute bin ich irgendwie drauf mit Abnehmen, Fett sein und so weiter, ne? Nein, ich möchte niemandem... Ich möchte darüber nicht reden, weil das, ich finde, das ist unangebracht. Denn ich finde, jeder Mensch ist gleich. Und ich bin so blöd und fahre gegen eine Telefonzelle und mache den Wagen kaputt. Das ist sehr schön. Sauber. Ich setze mich mal gerade anders hin. Oh, ich reiße hier gerade alle Kabel weg, die ich habe. Ich setze mich mal ein bisschen anders hin. So. Und guck mal, ob das jetzt besser klappt mit der Aufnahme. Denn ich möchte wirklich gerne, dass hier alles super ist. Was für ein Satz. Alright, man. I got hold of the cavalcade. Winner! Hello! Thanks, I guess. Tell me if you want help with something else. Boah, wir und Boosie, wir sind ja schon richtig gute Freunde. Er hier wird auf jeden Fall nicht unser Freund, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, Polizei ist schon gut. Ich möchte gerade mal schauen. Ah, 4.36 Uhr. Perfekte Zeit, um sich zu verabreden, würde ich mal sagen. Naja, ich glaube jetzt, das wird nichts, ne? Wir können es ja mal probieren. Little Jacob. Dart spielen? Ja, okay, Jacob ist busy. Könnte aber auch bedeuten, dass er kurz vor einer Mission ist. Das ist immer so, wenn man Leute anruft, die nicht dran gehen, liegt das entweder daran, dass sie schlafen, aber normalerweise sagen sie dir dann auch, dass sie nicht gestört werden wollen und schlafen. Oder aber sie sind nicht erreichbar, weil sie kurz danach in einer Mission vorkommen. Und ob sie gleich in einer Mission vorkommen, das werden wir ja gleich sehen, denn so klug wie ich bin, werde ich jetzt erstmal zu John Guavelli fahren. Oder wie auch immer er heißt. Oder Gambetti. Gambetti. Ich glaube, das ist der größte Übersetzungs- oder Schreibfehler in GTA 4 überhaupt. Gravelli oder Gambetti, ich weiß nicht, wie genau er heißt. Vielleicht heißt er wirklich Gambetti, aber die haben die Story einfach irgendwie hinterher nochmal umgeschrieben. Keine Ahnung. Naja, es ist mir eigentlich egal, wie er heißt. Solange er in seinem Bett bleibt und uns nicht gefährden kann, ist das alles schon in Ordnung. Oh, Dimitri! Unser bester Freund ruft an. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dmitry Raskolov? Do not worry, your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dmitry. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Was sehe ich da? Nico hat ja schon einen kleinen Bauch. Warte, wollte ich unbewusst rede ich immer wieder über das Thema, über das ich nicht reden wollte. Tja, so ist das leider. Ich muss hier leider auch mal Probleme der Gesellschaft ansprechen, ja. Ich muss leider hier auch mal Ich muss leider mal Deutsch lernen und die Mission machen hier.
Allerdings ist es trotzdem eine Frage, warum Nico nicht einfach ein paar hunderttausend, die er sowieso verdient hätte, hinterher wieder bezahlt hat. Dann wären alle Freunde. Diese Logik. Wow. Ah, Nico, good to see you. You too. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah, he's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all fugazi. Faker than a pair of vinewood tits. That's good. Listen, I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. So who is he? His name is Kim Young Guk. He'll be very well protected. He eats at Mr. Fook. Fuck. Mr. Gravelli, are you all right? Yeah, yeah. I'm fine. Wait. What was I saying? Kim Young Guk, he eats at... Yeah. Right. He eats at a restaurant called Mr. Fook's Rice Box. Yeah, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. Ja. Mr. Fook, ne? Mr. Fook. Und wie heißt der Mann? Kim Jong Guk oder wie auch immer. Das erinnert mich jetzt überhaupt nicht an jemand anders, der Kim Jong. Ach, nee, möchte ich nicht drüber reden. Ich müsste nur gerade gucken, ob hier Polizei ist, denn ich habe keinen Bock jetzt verfolgt zu werden. Ich möchte nämlich einmal, ohne dass mich die Polizei verfolgt, mit dauerhaft überhöhter Geschwindigkeit. Oh, warte, ich werde angerufen. Durch die Stadt fahren, so. Warum können wir nicht einfach Ja sagen? Warum kann man nicht einfach die Mission pausieren und dann mit Bulti essen gehen? Ist das so dringend, dass der Typ da vorne umgelegt werden muss? Ich meine, wenn er so lange gelebt hat, dann kann er ja noch einen Tag warten hier. Und was sage ich zu überhöhter Geschwindigkeit? Mal gucken, ob ich es durchschaffe. Bis nach Alderney. Oh. Noch sucht mich die Polizei nicht. Ha, ihr könnt mir nichts anhaften. Wie sagt man das? Ihr könnt mir nichts... Ich habe mir nichts zu Lasten kommen lassen. Ja. So, kommt nicht noch ein Unfall? Nein. Falsch abgebogen. Gut, jetzt fahre ich auch nicht mit überhöhter Geschwindigkeit, aber... manchmal muss man sich halt mal an das Gesetz halten, ne? Ist leider so, Leute. Also, manchmal kann selbst ein Supergangster wie Nico nicht widerstehen, sich dem Gesetz zu fügen, ne? So. Eigentlich ist diese Autobahn hier unten perfekt für schnelles Fahren, weil diese Ränder hier, die sind perfekt dafür, das Auto von selbst zu lenken. Guck mal, Achtung! Das ist die Fliehkraft, die ihr gerade gesehen habt. So, lasst mich durch. Ich werde wieder angerufen. Oder? Ich höre diese Handy-Störgeräusche.
diese... Ah, verdammt, wie heißen sie nochmal? Funkinterferenzen? Heißen die so? Aber es hat doch niemand angerufen. Offenbar besitzt mehr als eine Person in dieser Stadt ein Handy. Wirklich erstaunlich im Jahr 2008. Man muss ja mal bedenken, dass es ja 2008, wo das Spiel rauskam, und 2008, in dem GTA 4 spielt. Es gibt ja noch gar keine Smartphones. Obwohl das iPhone 2007 rauskam, aber das ist ja alles unwichtig hier. So ein Spiel wird ja jahrelang entwickelt. Da seht ihr, wie... also die Spielwelt stand bestimmt schon 2007, 2006 fest oder so. Genauso bei GTA 5. Ich wette, GTA 5 enthält auch nicht Geräte wie zum Beispiel ein Smartphone, das ähnlich dem iPhone 5 oder iPhone 6 ist, weil das einfach 5 Jahre entwickelt wurde. Und die Spielwelt, die wird relativ früh erstellt, denke ich mal, damit man später noch Zeit für den Feinschliff hat. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Egal. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody, though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost! Ja. Wo kann ich lang? Ich gehe trotzdem rein, ne? Tschüss. Run away, motherfucker, while you still can. Oh. Auf einmal hat er eine Waffe in der Hand. Warum gibt man dem Rezeptionisten hier vorne eine Waffe? Was ist das denn für ein Laden hier? Was ist das denn für ein scheiß Restaurant? Eigentlich ist diese Pistole die perfekte Waffe. So. Lauter Kim Jong-uns hier oben. So. Komm, Kim. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass das der Diktator von Südkorea wäre. Dann geht es mir direkt besser, wenn ich hier reingehe, so. If you play stupid, you're not going to live very long. Where's Kim? He heard you come. He ran out back to the kitchen. Was? Computer benutzen war da gerade? Was für Computer benutzen? Komm. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Wozu habe ich denn die Schutzweste aufgesammelt? So ein Scheißdreck. Wenigstens habe ich die Waffen noch. Nächstes Mal laufe ich mit dem Teil da oben durch. Gut. Nochmal. Kein Problem, kein Problem, wirklich nicht. Es ist überhaupt kein Problem, wenn ich eine Mission verliere, schon gar nicht, wenn ich sie mehrmals verliere, vielleicht 5-mal hintereinander, hatte ich ja noch nie. Und ich rede gerade extra leise, damit dies so ein dramaturgischer Moment hier ist. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wie ich jetzt so hier das Spiel spiele. Ich würde sagen, wir schnappen uns gleich mal ein Taxi. Oh, ja, direkt da spawnt direkt ein Taxi neben uns. Super! Einmal anhalten, bitte. Hallo. Du dummer Spasti. Halt an. Mein Gott. Ah, jetzt hält er an, oder was? Na klar, super. Komm, schnell hin. Fahrt überspringen. Kostet da bestimmt nur wieder 5 Millionen Dollar. Teuer ist Sprit eigentlich damals gewesen. Kann doch nicht so teuer sein, so eine Fahrt. 48 Dollar? Andererseits, ich glaube, das geht eigentlich, ne? Ich habe ja keine Vorstellung davon, wie weit die Strecke jetzt wirklich ist. Als ob ich mich dafür interessieren würde. So. So, überspringen und jetzt... Und diesmal hatte er sogar was anderes. Diesmal hatte er sogar was anderes an. Ja, ich schon.
So, schnell jetzt. Einmal Durchlauf. Oh, da ist noch einer. Geht relativ flott hier alles. Where is Kim? If you play stupid, you're not going to live very long. Where's Kim? He heard you come. He ran out back to the kitchen. So, komm. Kim Jong. Double Headshot, klappt schon hier alles. Nein, kannst du vergessen. Oh. Wo ist der lang? Ach, hier. Mein Gott. Ich spring da runter. Wenn ich die Leiter genommen hätte, dann hätte ich den vielleicht sogar so bekommen. So, den Beifahrer habe ich schon mal. Andererseits, ich behalte das Motorrad einfach mal. Das ist eine gute Idee hier. Tja, sorry, Kumpel, deine Schuld, wenn du so blöd fährst. Kann ich leider nichts machen. Last false bill, Mr. Gravelli. Well done, my boy. This is gonna be a fruitful partnership for us both. Erklärt mir mal einer den Sinn. Darüber muss ich jetzt ausdrücklich sehr lange nachdenken. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt eine Bewertung ab. Ich hoffe... In GTA 5 gibt es keine Geldautomaten, die 2 Meter nebeneinander stehen. In einer Gegend, wo sowieso niemand Geld abheben würde, weil keiner Geld besitzt. Ha. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.